Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 145. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich in letzter Woche alles so Schönes an meiner Modellbahn gemacht habe. Ich bin Uli und ich würde sagen, los geht's. Und wir sehen auch im Hintergrund schon, womit es heute losgeht. Es geht wieder mit dem statischen Teil. Vielleicht mal ganz kurz als Exkurs am Anfang. Dieses Video müsste eigentlich, müsste eigentlich in die Mitte des letzten Videos 144 eingefügt werden. Ich blende es mal oben rechts in der Ecke ein. Und zwar, wir hatten ja im letzten Video gesehen, wie ich da mit der Erde das Modulchen da fertig gebaut habe, und dann habe ich jetzt plötzlich gesagt zwischendurch, wir haben eine Woche Zeitsprung. Und genau in dieser Woche befindet sich dieses Video, was ich heute mache. Und zwar habe ich ja dann den Teil fertig gemacht, der oberhalb davon ist. Wir sehen es ja jetzt hier im Hintergrund. Und ich bin auch voll eingestiegen gleich am Anfang heute, und wir sehen, dass ich meine Weichen, ich habe jetzt nur einen Ausschnitt rausgesucht, ich habe das mit einem Makroobjektiv aufgenommen dabei. Da zeige ich euch übrigens mal ein paar Videos demnächst, unter was für widrigen Umständen ich solche Aufnahmen machen muss oder will oder wie auch immer, um euch das präsentieren zu können, was ich alles gemacht habe. Das mache ich auch mal in einer Sonderfolge irgendwann jetzt im Frühjahr, wo vielleicht sowieso gar nicht mehr so viele zugucken, wie auch immer. Und ja, und da möchte ich euch das mal zeigen, was ich da für Umstände hier habe. Und falls man so Pleiten, Pech und Pannen müsste man auch mal wieder machen. Ist egal. Ich bemale jedenfalls jetzt diese Gleise und ich bin rigoros, ihr wisst, was ich meine, ich kenne da nichts, ich kenne keine Gnade mit dem ganzen Zeugs. Es sind ja nur Gleise und Weichen, dachte ich mir, also rauf mit der Farbe. Ich mache es ja nicht mehr mit Airbrush, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, das habe ich früher gemacht. Dafür putze ich meine Gleise mit Sperrholz, wie wir gerade hier im Hintergrund sehen. Das ist wirklich eine schonende Variante zu putzen, gerade wenn man ordentlich Dreck drauf hat, wie hier mit der Farbe. Da kannst du nicht mit irgendwas rangehen, mit einem Schleifgummi oder was weiß ich was. Da ist das Sperrholz wirklich eine super Wahl. Es ist weich, es greift die Weichen nicht an, aber fest genug, um die Farbe relativ gut oder sehr gut von den Gleisen und Weichen zu kriegen. Ich habe es wirklich sehr gut. Ich brauchte nichts anderes als dieses Holz. Ich habe also nichts mehr verwendet. Ich bin weder mit ATF drüber noch, Quatsch, ATF, wisst, was ich meine. Ich habe wirklich nur das mit Holz. Und jetzt nehme ich mit dem Schaschlikstab und mache gerade in den weichen Herzstücken, mache ich auch sauber. Das geht super, das geht fantastisch. Wenn man da nicht zu viel Druck ausübt, dass man da vielleicht diese Bleche darunter verbiegt, ist das eine ganz, ganz fantastische Geschichte. Problem dabei ist nur gewesen, ich bemale dabei ja wieder, ich weiß, meine Weichenzungen. Und wenn man Weichenzungen bemalt, kann passieren, dass die Kontakte, hier habe ich es ja noch nicht gemacht, dass ich das schon vorher mit verlötet habe. Ich verlinke mal das Video, wie ich das mache, wenn ich das jetzt bei den neuen Weichen tue. Und hier ist es aber nicht der Fall, aber es funktioniert. Wir sehen jetzt hier gerade meine erste Probefahrt für heute oder für dieses Video. Und nicht wundern, wenn ich jetzt hier über ein rotes Signal drüber fahre. Dieses Signal hier vorne rechts kann tatsächlich am Stellpult nur von mir grün geschaltet werden und es schaltet sich selbstständig rot, wenn ich da drüber fahre. Das heißt, wenn ich jetzt von hier vorne rechts komme, schaltet sich dieses Signal automatisch auf rot. Deswegen war es auf rot, wo ich reingefahren bin. Ich habe es nicht auf grün geschaltet. Es hat keine Funktion, wenn ich es grün schalte. Es schaltet sich keine Weiche mit, gar nichts. Weil ich an beide Seiten rausfahren kann, brauche ich kein automatisches Rot. Das ist übrigens, glaube ich, die einzigste Weiche auf meiner Anlage, die tatsächlich überhaupt keine Funktion verbunden mit Weichen hat. Ihr seht, ich komme rüber, es hat funktioniert mit dem Bemalen. Das war mir an dieser Stelle erstmal wichtig. Der harte Teil, die Mutprobe, die kommt natürlich erst noch. Da hatte ich ja letzte Woche schön mit dem Roland geschrieben, den schon fast das Herz stehen geblieben ist, wo ich die Erde abgekehrt habe. Dem wird wahrscheinlich heute ein kleiner Schock, wenn ich nachher alles zuschmeiße hier mit meinen Steinchen. Die Weichen, die sind da völlig im Dreck nachher drin. Und naja, wir kommen noch hin. Auf jeden Fall habe ich jetzt mit diesem statischen Teil vorgenommen, um diesen statischen Teil endlich mal in der Mitte, ihr habt es ja im letzten Video gesehen, wie es fertig aussieht. Ich, wie gesagt, ich greife jetzt nach und zeige es euch noch. Hier vorne sehen wir ja auch die Fläche, die ich da jetzt schwarz habe. Die habt ihr in schwarz noch nicht gesehen, wo ich dann den Kleber drauf gemacht hatte und wo die Erde drauf gemacht wurde. Das ist der Teil, der hier vorne jetzt so schwarz vor uns liegt. Dadurch sehen wir, dass wir genau in der Mitte von dem ganzen Video von der letzten Woche sind. Und es müsste vielleicht 144,5 heißen. Ich habe keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Ihr seht, ich mache es ja auch. Also ist es verständlich. Ich mache den Schotter mit dem Löffel drauf. Und hier gleich Knall und Fall und zack über die Weichen drüber. Ich kenne da wirklich gar nichts.
Und das Problem ist, ich habe ja Unterflurantriebe. Und mit den Unterflurantrieben, ihr wisst ja vielleicht, oder die meisten werden es wissen von euch, das ist ja mit diesem kleinen Draht, der außerhalb von der ganzen Geschichte ist. Und das schmeiße ich jetzt alles mit zu. Das Problem dabei ist wirklich, dass die Steinchen zwischen den ganzen weichen Zeugsgedöns da hängen. Und ja, wie erkläre ich das jetzt? Da bewegt sich ja ein Plastikteil auf dem anderen. Und wenn da Steinchen zwischen sind, dann geht das richtig schwer. Aber dasselbe ist ja auch mit der Farbe. Wenn da Farbe zwischen ist, ist das Problem auch, dass dann entsprechend die das behindert, dass ich das alles nicht mehr richtig bewegen kann. Bei der Farbe habe ich es hinbekommen, überhaupt kein Problem. Und ihr seht, ich rüttle jetzt hier immer schon mal zwischendurch, so mit dem Daumen und so, an diesen weichen Antrieben rum, um zu gucken, geht es denn überhaupt noch, funktioniert es denn überhaupt noch, ist alles noch in Funktion oder wie auch immer. Aber ich bin da eben wirklich gnadenlos. Ich kipp das drüber. Ich habe es bei manchen gesehen, was ich leider sehr schlecht finde oder weniger schön finde, die komplett beim Schottern sogar die Weichen auslassen oder gar nicht mit altern. Gefällt mir nicht. Das muss ein homogenes Bild bei mir sein. Und deswegen bin ich da gnadenlos. Ich habe auch schon früher manche Weiche austauschen müssen, bin ich ehrlich, weil ich da zu viel des Guten gemacht hatte, ja. Oder war abgelenkt, habe dann alles verklebt, musste weg, konnte es nicht wieder immer zwischendurch bewegen, dass es frei bleibt und so weiter und so fort. Und naja, ist halt schwierig. Jetzt seht ihr aber, wie ich mit einem schönen, großen, weichen Pinsel versuche, wirklich alles irgendwo dazwischen rauszukiekeln. Dann gehe ich da mit dem, wie ihr seht es ja, mit dem Zahnstocher, halte das fest, dass die Weiche sich nicht zu dolle bewegt und versuche jetzt wirklich jedes Steinchen, was dazwischen sich irgendwo verloren hat, rauszumachen. Denn wenn ich der Kleber, wenn ich den Wasser-Weißleim gemischt dazwischen einbringe, dann sind sie fest. Ja, und das ist wirklich so fest. Ich habe das neulich gesehen, wo ich diese Abdeckung hier vorne gemacht habe aus dem letzten Video. Da hatte ich mit dem Cutter bin ich da so lang gefahren, das habe ich euch nicht gezeigt. Und habe das Messer hingelegt. Hier sieht man die ganzen Reste noch übrigens. Und da hat sich die Erde und auch die Steinchen vom Schotter an der Klinge dieses Messers komplett verklebt. Das ging nicht mehr ab. Ich habe es mal probiert mit dem abzubrechen. Selbst am Metall hat dieser Weißleim geklebt. Das war eine wahre Freude. Und dann kann man sich vorstellen, wenn jetzt hier irgendwo ein Steinchen dazwischen liegt, irgendwo zwischen den bewegten Weichenzungen oder auch von den ganzen Teilen, die unten drunter sind. Ihr seht, ich komme jetzt mit einem ganz, ganz kleinen Pinsel und gehe jetzt wirklich und bewege die Weiche immer wieder hoch und runter, damit ich die Weiche wirklich sicher sein kann, dass da nichts ist. Und da oben, wo ich gerade da rumspiele, da an der Stelle ist ja der kleine Draht, der die Weiche von unterirdisch schaltet. Ihr werdet es bei mir schon gesehen haben des Öfteren. Und wenn nicht, weil ihr vielleicht neu bei mir auf dem Kanal seid, dann werdet ihr es noch mit Sicherheit in der Zukunft sehen bei mir. Ich werde es also öfters noch machen, weil ich habe ja erst den ersten Teil der Anlage, der zweite Teil, da ist ja nachher über mir hier. Da kommen wir ja später erstmal zu. Ihr seht, ich mache das immer wieder. Das mache ich nicht, weil ich das so schön finde, wie die Weiche sich bewegt, sondern ich muss tatsächlich feststellen, ob da irgendwo noch was dazwischen sich befindet. Und immer wieder vor und zurück. Und jetzt sieht man das ein bisschen besser, wo ich so ein bisschen ranzoome, dass das eben wirklich eine ziemliche Fummelei ist. Also man muss sich wirklich 100% sicher sein, dass die Schaltung der Weiche irgendwo gewährleistet ist. Zu den Signalen, die wir jetzt hier sehen, da komme ich wahrscheinlich nächste Woche. Die sind ja mittlerweile auch verbaut. Man sieht es immer auf den Videos nicht so richtig. Die sind auch gealtert und so weiter und so fort. Aber da komme ich nächste Woche nochmal separat dazu. Vielleicht habt ihr es gerade gesehen. Hier rechts hat sich eben das Signal automatisch auf Rot geschaltet rechts. Und jetzt fahre ich schon über die Weichen, schalte die Weichen auch. Man sieht es ja, wenn die Signale immer so umschalten, dass die Weichen sich schalten und es funktioniert wunderbar. Also wenn man sich so ein Video anguckt, ich beschleunige das ja teilweise zweifach, vierfach, achtfach, zehnfach und schneller, damit es für euch nicht zu langweilig wird. Ich kann euch nicht in Echtzeit zeigen, wie ich das da alles sauber gemacht habe. Da werdet ihr wahnsinnig beim Zugucken hier. Aber ihr seht, es schaltet. Jetzt habe ich nochmal umgeschaltet. Es schalten sich auch mal weichen Straßen, wenn man das sieht. Jetzt wäre zum Beispiel hier genau die Strecke, hat sich automatisch freigeschaltet nach hier unten. Man sieht es an den grünen Signalen. Das funktioniert also alles prächtig. Jetzt gucken wir uns nochmal die Funktion an. Wenn ich vom Stellpult aus schalte, hier vorne, seht ihr, da habe ich gerade manuell auf grün geschaltet. Ich erzähle es immer, wenn es schon passiert ist, ne?
So, jetzt hat sie wieder auf Rot geschaltet. Jetzt fahre ich erstmal die Strecke hoch, auch um zu sehen, ob die Lok da sauber läuft, ob da Steinchen mitunter an den Gleisen von innen dranhängen. Das ist eben, weil ich wirklich so eine Masse da drauf bringe. Aber das kennt ihr wahrscheinlich alle selber irgendwo. Jetzt sehen wir die Funktion, die ich immer mache. Da sehen wir, dass die Weichen sich schalten, dass die sich selber schalten. Hier ist ja der Schotter noch nicht verklebt. Der ist ja hier noch komplett locker. Hier vorne sehen wir es natürlich sehr gut. Also es funktioniert. Die Arbeit hat sich tatsächlich gelohnt. Da hinten links ist ja übrigens der Schotter schon verklebt, wie wir sehen. Also es funktioniert und wir sehen auch, dass diese Weichenstraßen sich überall schalten. Ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, wie die Zusammenhänge sind, wo man sagt, hey, was hat denn sich jetzt hier geschaltet? Jetzt fahre ich zum Beispiel von vorne nach rechts da nach links oben raus hier aus der ganzen Geschichte. Aber ist ja auch egal. Und ja, es funktioniert jedenfalls. Und das ist das, was mir an der Geschichte wichtig war. Natürlich habe ich in diesem Test, den wir jetzt hier gesehen haben, auch noch kleine Problemchen festgestellt. Die sieht man auf dem Video immer schlecht. Und das puste ich jetzt mit einer frischen Pipette. Und puste das immer durch einen relativ starken, kräftigen Druck auf diesen kleinen Balk da oben drauf und kann immer noch die letzten Steinchen so rauspusten, die ich irgendwo entdeckt habe, wo ich sage, okay, hier schrappt es noch ein kleines bisschen irgendwo. Und da puste ich deshalb mit einer leeren, luftgefüllten Pipette alles irgendwo raus. Das Verkleben habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Wir sehen, der Schotter ist ja mittlerweile dunkel. Das habe ich euch schon 100 Mal gezeigt. Zeige ich euch mit Sicherheit in einem anderen Video auch nochmal. Aber das ist jetzt wirklich überhaupt kein Hexenwerk. Wen es interessiert, kann mich gerne anschreiben. Ich verlinke ein Video oder eins von vielen Videos, wo ich das gezeigt habe. Und ansonsten schaut euch gerne auf meinem Kanal um, da findet ihr solche Videos zuhauf. Aber es kommt mit Sicherheit alles irgendwann nochmal auf meinem Kanal zu sehen. Was wir jetzt sehen, ist wieder mal Erde. Jetzt bin ich an dem Teil, wie gesagt, noch, wo ich jetzt den oberen Erdbereich fertig mache. Ich hatte früher überlegt, ob ich die Landschaft hier wie eine Senke reingehen lasse oder wie ich das auch immer gestalten werde. Habe mich entschieden, aber das doch alles eben zu machen, ganz leicht abgesenkt, dass die Gleise mit dem Schotter leicht nach oben gehen. Aber das ist wirklich sehr, sehr minimal. Das muss man wirklich genau hingucken, um das zu sehen. Ich habe also keinen Bahndamm hier in dem Sinne gebaut. Die Möglichkeit hätte ich gehabt, aber ich wollte es nicht. Es hätte nicht ganz zur Platte, zu dem Modul links gepasst, auch nicht rechts, wo es in die Arkaden reingeht. Das wäre nicht so schön gewesen. Wenn die Gleise, die Schwellen hier immer noch so ein bisschen einen weißen Schimmer drauf haben, dann liegt das daran, dass der Kleber auch auf den Schwellen oben drauf legt. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich wieder rigoros handle. Dann nehme ich mir einen Becher sauberes Wasser, einen dicken, fetten Pinsel, wenn das nachher trocken ist. Und dann schrubbe ich die Gleise und Weichen so richtig mit einem dicken Pinsel und viel, viel Wasser nachher ab. Bloß dazu muss die Erde natürlich trocken sein. Ansonsten habe ich hier ein Schlammbad auf der Anlage. Das geht also auch nicht. Und dann gehe ich da richtig mit Wasser drüber und dann sind die Gleise wieder ganz, ganz wunderbar. Und dann ist auch der Weißschleier von den Gleisen verschwunden. Das klappt also gut. Das geht so gut mit Tiefgrund, das geht genauso gut mit Weißleim Wasser gemischt, das klappt mit allem Möglichen. Was ich da nicht mehr mache, ich habe ja früher meinen Schotter mit Tiefgrund, ich blende es mal ein, gemacht. Und da ist dieser Tiefengrund oder Tiefgrund, wie es bei mir heißt, bildet so eine kristalline Schicht auf den Schwellen drauf. Und die sind noch blöder wegzumachen. Macht sich nicht gut. Ich schwöre auf mein Wasser-Weißleim-Gemisch mittlerweile. Ich habe da immer eine große Literflasche mir fertig, wo ich einfach nur reintunken brauche. Und da habe ich genug von dem Zeug. Und das, was ich mit Weißleim mache, ich habe ja hier schon, ich glaube, 7-8 Liter locker auf der Anlage schon verbraten an Weißleim, dann macht es den Kohl auch nicht mehr fett. Ja, das schlemme ich jetzt hier hinten wieder mal so richtig ein. Das heißt, hier wird so richtig toll was aufgetragen. Ich mache es nachher dann teilweise so, weil das wirklich wie eine Suppe ist, wie Schlamm, was da liegt. Aber die Erde ist so gut, dass die Erde tatsächlich still liegen bleibt. Also da schwemmt nichts weg oder sowas. Da mache ich tatsächlich, wenn ich das dann angetrocknet lassen habe, mache ich hier im Zimmer die Klimaanlage an, die Feuchtigkeit entzieht. Kennt man ja vom Auto, dass man, wenn die Scheiben beschlagen sind, auch die Klimaanlage anmacht. Und so ähnlich mache ich das ja auch. Klimaanlage an und das Ganze trocknet super und relativ schnell weg. Natürlich, die 24 Stunden warte ich locker bei dieser Erde. Bei den Gleisen nicht, bei dem Schotter. Das ist innerhalb von einem halben Tag ist das trocken. Aber die Erde braucht tatsächlich, also teilweise bis zu 36 Stunden lasse ich stehen, damit, bevor ich weitermache. Vorteil ist natürlich, dass die ganzen Signale ist alles schön fest und super hart dann alles. Das klappt wunderbar.
Und ja, wie gesagt, zu den Signalen komme ich nächste Woche oder übernächste Woche. Für nächste Woche habe ich vielleicht noch ein bisschen was für euch. Das Video hätte heute doppelt so lang werden müssen eigentlich. Ich habe so viel Material, was ich euch noch zeigen will. Entschuldigung, was habe ich aber jetzt hier, das ist übrigens keine Klimaanlage, das ist nur ein Ventilator. Den stelle ich immer zuerst auf, um die Oberfläche erstmal auszuhärten. Das zeige ich euch aber nächste Woche oder übernächste. Ich muss mal gucken, was ich so bringe. Jetzt sehen wir hier bloß noch, wie ich jetzt praktisch den Weißleim auftrage. Das haben wir ja im letzten Video nicht gesehen. Auf die schwarze Unterfläche habe ich auch übrigens schwarz gemalt. Wir sehen es ja jetzt hier. Da schimmert auch dann kein hellgrünes Hartschaum-Dingens mehr vor. Deswegen mache ich das immer so. Und ja, mit diesen Bildern, ich kann euch nur empfehlen, ich blende euch noch ein paar Videos zum Schluss mal ein. Könnt ihr gerne draufklicken, könnt ihr weitergucken, könnt ihr euch andere Themen angucken von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Freitag, 16 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt, ist eigentlich nie, bin ich wieder für euch da. Macht's schön gut, bis dahin, alles Gute, euer Uli. Tschüss.